So, guten Morgen, meine Damen und Herren. Entschuldigen Sie die Verspätung. Das ist jetzt die erste reguläre Vorlesung. Die von Ihnen letzte Woche da waren, hatten eine Einführung von den Assistenten in die Thematik. Und wir werden jetzt durch die Kapitel gehen, so wie Sie sie auch in der Übersicht auf der Webseite gesehen haben. Und ich werde nur ein paar Worte noch wiederholen zur administrativen Seite am Anfang, teilweise was schon letzte Woche gesagt wurde. Assistenten wurden schon vorgestellt, Vorlesungsunterlagen, nur um das zu wiederholen. Sie können das selbst ausdrucken oder ausdrucken lassen gewissermaßen. Die Informationen, die Sie hier haben, gibt es auf der Webseite auch. Wie gesagt, Sie können entweder auf der Webseite das als PDF anschauen oder Sie können über das Student Print on Demand für 18 Franken ausdrucken lassen. Natürlich empfohlen ist, dass Sie es ausdrucken lassen, wenn Sie es gedruckt überhaupt brauchen, weil das ist dann entsprechend formatiert besser als die Folien, die Sie herunterladen können. Das meiste, wie ich es dann erklären werde, der größte Teil des Stoffes ist aus einem Buch, Franklin Powell, das ich dann zitieren werde und auch Kommentare, ob Sie es jetzt kaufen wollen oder nicht. Vorher noch ein Kommentar, die Vorlesung wird aufgezeichnet, das heißt meine Folien und mein Ton wird aufgezeichnet. Das wurde letztes Jahr das erste Mal gemacht. Wunsch Ihrer Kollegen letztes Jahr war, dass man das machen soll. Das heißt, Sie haben die Vorlesungen dann nachher zugänglich am Web. Jetzt der Hauptunterschied gegenüber dem letzten Jahr ist, dass wir es nicht auf der ETH-Website haben, also nicht bei den Media Services, sondern auf YouTube. Der Grund ist ein einfacher. Letztes Jahr, wie wir dann nachher die Media Services gefragt haben, ja, wurden die Videos benutzt? Welche Videos wurden benutzt? Es gibt keine Information und keine Aufzeichnung. Daher bekommen wir von dem keinen Feedback und keine Rückmeldung, welche Videos wichtig sind, haben das angeschaut während der Semester, vor den Prüfungen, alles das. Und das ist natürlich für uns sehr nützlich. Nicht wer was angeschaut hat, sondern allgemein, wie viele Leute das benutzt haben. Und auf YouTube haben wir diese Informationen. Da werden wir das dann anschauen und werden wir dann Ihnen auch präsentieren, wie viel wurde was, wie oft wurde was und wann angeschaut. Und wahrscheinlich ist das ebenso nützlich oder vielleicht sogar nützlicher als das Feedback, das wir dann über die üblichen Formulare vom Rektorat von Ihnen bekommen. Hier das Buch, wie schon erwähnt. Die Vorlesung normalerweise ist Montag. Manchmal aus Termingründen müssen wir das wechseln, dass die Vorlesung am Dienstag ist. Sie würden das dann vorher hören, aber das Allgemeine ist, dass Vorlesung Montag ist und die Übung am Dienstag. Diese Woche, die Übungen hatten Sie schon letzte Woche, diese Woche daher ist Vorlesung heute und Vorlesung morgen. Vorlesung morgen im CHN C14, also dem Chemie-Neubau unten an der Universitätsstraße. Das Buch, wie gesagt, das billigste, wir haben herumgefragt, ist bei Aurel Füssli. Unter Books CH mit Studentenrabatt, billiger als in der Polybuchhandlung, billiger als in Amazon und so weiter. Das ist das günstigste bei Amazon, das ist ungefähr 50% teurer. Das also zum Buch. Das ist nicht das einzige Buch, es gibt viele Bücher über diesen Stoff. Dieses Buch hat sich bewährt, es hat sich bei uns bewährt, es hat sich bei vielen anderen Universitäten auf der Welt bewährt. Wie Sie sehen, das ist jetzt bereits in der
sechsten Auflage, das heißt, es wird schon seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten benutzt und hat sich bewährt. Ist es ideal? Kein Buch ist ideal, nein, man hat immer, ist immer ein bisschen Geschmackssache, auf was man Betonung legen will. Aber wir haben auf das, also jetzt fokussiert in den letzten 10 Jahren ungefähr, verwenden wir dieses Buch. Brauchen Sie das Buch, müssen Sie es kaufen? Ich würde sagen, wenn Sie die Vorlesung regelmäßig besuchen, nicht. Das sollte absolut genügen, diese Folien. Wenn Sie aus irgendwelchen Gründen die Vorlesung nicht besuchen können oder wollen, dann ist das Buch wahrscheinlich interessant. Die andere Möglichkeit ist, was Sie dann entscheiden müssen, wenn Sie die Folien haben und das Video mit den Erklärungen vom Web, gibt es wahrscheinlich wiederum weniger Bedarf für ein Buch. Das Buch ist um vieles ausführlicher, das heißt, werden viele Sachen dann in größerem Detail erklärt. Es gibt sehr viele Übungsaufgaben, die Sie natürlich zur Prüfungsvorbereitung benutzen könnten. Wie Sie vielleicht gehört haben, auch letzte Woche, der Start basiert auf Kurztests, also nicht das Abgeben der Übungen, sondern Kurztests, die wir durchführen. Wiederum, warum machen wir das so? Das hat sich bewährt. Das heißt, wir haben Ihre Kollegen in den vorherigen Jahren gefragt, wollen Sie diese Kurztests, wollen Sie nicht diese Kurztests, ist das eine vernünftige Testatbedingung? Und überwältigend, man hat gesagt, man will diese Kurztests, Testat oder nicht Testat. Übrigens, auch Ihre Vorgänger hatten votiert, dass sie das Testat wollen. Das Rektorat hat das jetzt, wird das jetzt aufgeben, aber das ist nicht im Sinne eigentlich der Studierenden. Und von meiner Seite her, ich würde eher sagen, man soll das Testat freigeben. Wenn es die Studierenden wollen, dann soll man es benutzen können und nicht von oben diktiert, man darf jetzt kein Testat verlangen. Ich glaube, wir sollten das immer so flexibel handhaben. Und also dieses Semester, wir werden diese Testatbedingungen so handhaben wie hier. Wenn Sie jetzt das nicht, wenn Sie was da einzuwenden haben, können wir das gerne besprechen. Aber wie gesagt, das ist auf Wunsch Ihrer Vorgänger wird es so gemacht. Und es ist ein Drittel der Gesamtpunktzahl. Und wissen Sie, warum machen wir diese Kurztests? Eigentlich der Hauptgrund für uns ist nicht, dass wir jetzt diese Prüfung zulassen oder nicht zulassen. Das war eigentlich nie das Thema. Der Hauptgrund ist, wir bekommen ein Feedback, wie viel wurde verstanden und was nicht. Das ist das Wichtige für uns von diesen Kurztests. Und daher hat es auch, möchte ich sagen, von Ihnen keinen Sinn, jetzt da abzuschreiben oder mit den Nachbarn zusammenzuarbeiten, weil es verzerrt nur das Bild, das wir bekommen und das für uns wichtig ist für die weiteren Vorlesungen. Jetzt, diese Vorlesung hat sich entwickelt, die Grundzüge, der Grundinhalt ist seit langem derselbe, hat sich auch über ist auch in gewissermaßen vorgeschrieben vom Fachgebiet. Auf der anderen Seite haben wir jedes Jahr Anpassungen gemacht. Anpassungen, was sich jetzt bewährt hat, was Sie zurückkommentiert haben. Und ich möchte Ihnen jetzt die Anpassungen kurz hier mit dem, anhand des Kurzinhaltes beschreiben. Im Grunde genommen sind drei Teile, hat diese Vorlesung drei Teile. Erste ist dieser Einführung-Modellierungsteil, also das da hier, die ersten vier Wochen bis zum 8. Oktober. Dann haben wir, also dieser Einführungsteil hat nichts oder kaum etwas direkt mit der Regelung zu tun. Es ist eine Vorbereitung für die Regelung, aber es hat, wir werden die Regelung nur heute erwähnen und in den nächsten paar Wochen nicht mehr. Und der zweite Teil der Vorlesung ist dann die klassische Regelung. Das ist also das Grund, Bread and Butter, so wie man sagt, der Regelungstechnik. Das sind Techniken und Ideen und so weiter, die
würde ich sagen, bald 100 Jahre zurückgehen, die aber sich natürlich, wenn sie überlebt haben, 100 Jahre bewährt haben zum Verständnis, zur Lehre, aber auch zur Anwendung. Und dann der dritte Teil ist, was man jetzt oft als moderne Regelungstechnik bezeichnet. Die Entwicklung dieser Teile hat vor ungefähr 50 Jahren stattgefunden. Und das ist so die moderne Regelungstechnik. Und die moderne Regelungstechnik und die Darstellungsweise und die Methodik, die danach übergeht in die Themen, die wir im nächsten Semester im Regelsysteme 2 behandeln und auch in anderen Vorlesungen allgemein über die Regelungstechnik hier an der ETH und an anderen Hochschulen. Also das sind diese drei Teile. Jetzt, was hat sich verändert mit der Zeit? Der erste Teil, den sollten Sie, also die ersten 3-4 Wochen, viele Teile sollten Ihnen bekannt sein. Ja. Vielleicht von einer anderen Perspektive, aber wir sollten das wissen, daher werden wir das recht schnell durchgehen. Jetzt müssen wir das überhaupt behandeln, diesen ersten Teil? Haben Sie nicht Teile schon an Regelsysteme, Signale an Systeme 2 behandelt? Sicher, aber wiederum über die Jahre hat sich bewährt, dass wir das anschauen. Weil es war dann immer ein Drittel, wenn wir es nicht gemacht haben, ein Drittel der Studierenden, die dann verloren waren, weil sie diese Konzepte sich nicht mehr erinnert haben oder die nicht genug tief verstanden haben. Was sich auch geändert hat über diese Jahre, ist der dritte Teil. Da wir jetzt den ersten Teil relativ schnell machen und verkürzt haben bezüglich der Vorlesungsstunden, haben wir diesen letzten Teil erweitert. Den letzten Teil, also bezüglich Zustandsdarstellung und auch Kallmann-Filter. Kallmann-Filter ist erst in den letzten 1-2 Jahren dazugekommen. Das wurde vor 3 Jahren noch nicht behandelt, und zwar also diese Verschiebung des Schwerpunktes hinunter in diesen letzten Teil mit viel mehr Stoff dort in dieser modernen Regelungstechnik. Und genauso auch dieses Jahr werden wir wieder schauen, Ihr Feedback und dann entsprechende Verbesserungen und Anpassungen im Stoff machen. Wie gesagt, hier sind die Bücher. Ich werde jetzt nicht da einzeln durchgehen. Teilweise sind es historische Bücher, so wie hier The Origin of Feedback Control, ein sehr nettes Buch über die Ursprünge der Regelungstechnik. Herr Meyer, wenn ich mich richtig erinnere, war ein Kurator im Technischen Museum in München. Und von der deutschen Literatur, das wahrscheinlich neueste, meisten benutzte, ist das Buch von Herrn Lunze, das, wenn man was Deutsches lesen will, ich empfehlen würde. Gut, gibt es jetzt noch irgendwelche Fragen zum Aufbau, zur Organisation? Wenn nicht, dann fangen wir jetzt mit dem Stoff an. Gut. Heute die Einführung. Wiederum, Sie haben ein paar Konzepte ein bisschen gehört letzte Woche. Wir haben die Definition der Grundelemente, das hat der Hempel erwähnt, ich werde das nur kurz wiederholen. Und dann insbesondere eigentlich der haupttechnischer Inhalt oder der Hauptverständnisinhalt ist dieses Kapitel 1.2, Steuerung versus Regelung. Wenn Sie irgendwas sich erinnern sollen von dieser Vorlesung heute, dann ist es diese Grundelemente, das sind nur Definitionen, wie die Sachen heißen. Und zweitens sehr wichtig, diese Steuerung versus Regelung. Warum benutzen wir Regelung? Das ist der Hauptkonzeptinhalt dieser Vorlesung heute. Und der Rest sind eigentlich Anwendungsbeispiele, und auf recht hoher Ebene
wiederum als Ergänzung dessen, was Sie letztes Mal gehört haben. Der Fokus letztes Mal war sehr auf Sachen, die bei uns laufen. Da hier sind jetzt viele Beispiele, die nicht sich unbedingt auf die ETH-Aktivitäten, sondern allgemein auf Industrie und Produkte beziehen. Also zuerst jetzt kurz diese Grundelemente in Regelsystemen. Also erst das Kapitel hier. Was sind die, Elemente hier, die wir immer wieder sehen werden? Das erste ist, was wir hier Strecke nennen. Und Strecke habe ich immer, ist ein unglücklicher Ausdruck. Ich weiß nicht, warum es Strecke heißt, aber das ist historisch so bedingt. In Englisch ist es vernünftiger. Es heißt Process, also der Prozess, den man regeln will. Und diese Strecke hat einen Eingang und einen Ausgang, und der Eingang wird normalerweise bezeichnet als Stellgröße hier in der Regelung und der Ausgang als Regelungsgröße. Wiederum in Englisch Input und Output, oder oft klarer Manipulated Variable, weil Input hier in der Regelungstechnik nicht immer, aber meistens hier in den Betrachtungen, die wir jetzt machen, ist es die die Größe, die manipuliert wird, die Stellgröße. Das heißt, wenn das eine Signalverarbeitung, natürlich hätten Sie das nicht unbedingt, Sie haben irgendein Eingangssignal nicht unbedingt, was Sie beeinflussen können. Hier, wenn wir Input sagen, normalerweise ist es eine Eingangsgröße, die wir beeinflussen. Also im Gegensatz zu einer Störung, die von außen kommt, die wir nicht beeinflussen können. Und der Ausgang ist eben die Controlled Variable, das ist unsere Zielgröße, die wir regeln wollen. Was gehört jetzt zur Strecke, was gehört zum Eingang, was gehört zum Ausgang? Hier oben ein Versuch, hier das zu definieren. Also hier der Process schließt ein die Stelleinrichtung und die Messeinrichtung. Jetzt ist das harte Regel, nein, das ist eine Konvention, manchmal wird es gemacht, manchmal wird die Stelleinrichtung separat behandelt, die Messeinrichtung separat behandelt. Im Allgemeinen werden wir dieser Definition folgen, aber es gibt da kein richtig oder falsch, es hängt sehr von der Anwendung ab. In diesem Zusammenhang die Definitionen zu diesem Diagramm, das ich Ihnen hier gezeigt habe, also zu dieser Strecke hier mit Eingang und Ausgang, haben wir in diesem Semester es in erster Linie zu tun mit Strecken, die eine Eingangsgröße haben und eine Ausgangsgröße. Und das sagt Single Input, Single Output im Englischen bezeichnet, und das ist so die Grundlagen, und das ist, was ich würde sagen, in wahrscheinlich 90% der Fälle oder so als Approximation verwendet wird, als Betrachtungsweise, Strecken mit einem Eingang und Ausgang, aber natürlich wirklich für irgendein technisches, komplizierteres System ist es nicht nur ein Eingang, Ausgang, sondern es sind viele Stellgrößen und viele Messgrößen, wie wir an diesen Beispielen sehen werden. Auch wenn die dann am Ende durch eine Menge von Größen mit einem Eingang und einem Ausgang approximiert werden. Aber der Standard ist diese Multi-Input, Multi-Output, zumindest das von der technischen Seite, aber dann können wir das oft zerlegen in einzelne Single-Input, Single-Output-Systeme. Und der Unterschied jetzt von der Betrachtungsweise ist, bei diesen MIMO-Systemen sind jetzt diese Eingänge, die wir mal allgemein mit U und der Ausgang mit Y bezeichnen, sind jetzt nicht skalare Funktionen der Zeit, sondern sind Vektorfunktionen der Zeit, also eine Gruppe von Eingängen und eine Gruppe von Ausgängen, die wir zusammenfassen in einem Vektor. Und diese Vektoren müssen nicht gleich lang sein. Wir könnten jetzt einen Prozess haben mit 5 Eingängen und 2 Ausgängen und so weiter. Gut, und jetzt zum nächsten Punkt, diese Idee der Steuerung
gegenüber der Regelung, wie ich Ihnen gesagt habe, das ist so das konzeptionell der Hauptpunkt dieser Vorlesung und überhaupt hinter diesem Gebiet. Warum verwenden wir Regelung, warum verwenden wir Steuerung, für welche Probleme ist das eine oder das andere vorzuziehen. Jetzt hier ist diese Struktur der Steuerung und in Englisch ist es wieder Feed Forward und Feed Forward ist eigentlich klar von dieser Zeichnung schon. Das Signalfluss oder der Informationsfluss geht also nur in diese Vorwärtsrichtung. Daher der Name und der Idee ist, dass wir also hier diese Strecke haben, die wir beeinflussen wollen. Das heißt, wir haben eine Ausgangsgröße y und wir werden gleich ein Beispiel bringen, von der wir ein bestimmtes Verhalten erwarten. Und wir möchten jetzt herausfinden, wie wir die Eingangsgröße ändern sollen, um dieses vorgeschriebene Verhalten der Ausgangsgröße zu erreichen. Und dazu verwenden wir jetzt in diesem Beispiel ein Steuergerät. Und das Steuergerät, die Funktion des Steuergeräts ist es, von Vorschriften, die wir machen, also vorgegebene Sollwert, R von D, und das R, also warum der Buchstabe R, der Buchstabe R ist für Reference. Reference ist das R. Also von diesem R her soll das Steuergerät uns das U, die Stellgröße, berechnen, die dann zu welchem Verhalten führt? Die dann zum Verhalten führt, dass die Zielgröße Y ungefähr der Referenzgröße entspricht, so gut wie möglich. Also das ist das Prinzip der Steuerung. Bestimme U, sodass Y dem R folgt. Beispiel: Lift oder Aufzug. Sie wollen von einem Stockwerk in das andere fahren. Sie geben daher Referenzgröße, zweites Stockwerk. Was macht jetzt das Steuergerät? Das Steuergerät sagt, Sie sind jetzt im Erdgeschoss. Um in das zweite Stockwerk zu fahren, braucht es so und so viele Umdrehungen vom Motor, damit es die Liftkabine in das Stockwerk 2 hebt. Das heißt, das Steuergerät gibt Ihnen vor, wie lange oder wie viele Umdrehungen der Motor zu bewegen ist. Das ist dann die Stellgröße, damit die Aufzugkabine von Erdgeschoss ins Geschoss 2 fährt. Das ist also die Idee des Steuergerätes und der Referenz und dieses Sollwerts. Jetzt sehen Sie sofort von dieser Beschreibung, was ist gut an dieser Konstruktion, die ich jetzt gerade beschrieben habe, und was ist schlecht. Und vielleicht wollen Sie kommentieren, oder was ist gut? Zuerst einmal, was können Sie sagen, ist jetzt ungünstig in diesem Setup, das ich Ihnen da beschrieben habe. Frage, ist diese Steuerung jetzt hier, erwarten Sie, dass die sehr genau ist oder nicht? Es ist ungenau, wenn eine kleine Fehler passiert, dann weiß das nichts davon. Ganz genau, es ist sicher ungenau. Es ist ungenau schon deshalb, weil sich zum Beispiel dieses Kabel dehnt. Je nachdem, wie viele Leute in der Liftkabine sind, dehnt sich dieses Kabel. Das heißt, es wird nicht genau an diesem Stockwerk stehen bleiben, sondern nur ungefähr. Was ist der Vorteil dieser Steuerung? Sie verwenden keine Sensoren. Und warum ist das gut? Es kostet nichts. Und zweitens, es wird nicht kaputt. Und das sind die Hauptpunkte für eine Industrieanwendung.
Sie möchten so wenig Sensoren wie möglich verwenden, Sie möchten robuste Sensoren verwenden, die nicht kaputt werden, die nicht kalibriert werden, die nicht ersetzt werden müssen und so weiter. Also das große Vorteil dieses einfachen Setups. Zweite Prinzip, Regelung. Jetzt, was ist der Unterschied? Sie sehen das schon von diesem Diagramm hier. Jetzt im Gegensatz zu dem Feed-Forward-Fluss, Vorwärtsfluss der Information nur in eine Richtung, haben wir jetzt Feedback. Das heißt, wir haben eine Rückführung von dieser Messgröße. Wir messen unsere Regelgröße und berechnen aufgrund dieser Messung einen Fehler E. Das ist der Fehler, Error, deswegen das E. Und aufgrund dieses Fehlers entscheidet der Regler, wie diese Stellgröße U zu verändern ist. Und Sie sehen, Idee am Beispiel Aufzug. Jetzt dieser Regler würde nicht einfach ein vorgegebenes Stockwerk nehmen und dann entscheiden, wie viel Umdrehung es im Motor braucht, sondern dieser Regler hier würde effektiv die Position der Liftkabine, der Aufzugkabine messen, diese Messung zurückführen zur Motorregelung und dann den Motor so lange bewegen, so lange drehen, bis diese Messgröße, zweiter Stock, entspricht dem gewünschten zweiten Stockposition. Und daher wäre das natürlich ein sehr genaues oder potenziell genaues System. Was ist jetzt danach? Bitte. Ja, ich habe noch eine Frage über diesen Informationsfluss, nämlich der Regler selbst bekommt ja nur das E zu sehen. Gibt es auch Fälle, ich stelle mir irgendwas vor, wie zum Beispiel einen Ventilator, wo ich glaube, der Widerstand irgendwie mit dem Quadrat der Drehzahl abhängt oder so. Ganz genau. Das kann notwendig sein, aber nicht unbedingt. Ne? Das heißt, wenn Sie jetzt eine Steuerung machen, dann wäre das genau notwendig, weil sagen wir, wenn wir jetzt die Umdrehungszahl vergrößern wollen, wie viel mehr Energie oder wie viel mehr Drehmoment wir brauchen, hängt dann von der Position oder von den Umdrehungszahlen dem Moment ab. In der Regelung potenziell brauchen wir es nicht, weil wenn wir einfach die Umdrehungen messen, dann werden wir die Spannung, nehmen wir an, so erhöhen, bis wir die Umdrehungszahl erreichen. Jetzt, wie viel wir die Spannung erhöhen müssen, hängt dann davon ab, genau wie viel die effektive Drehzahl ist, nicht nur wie viel wir sie vergrößern müssen. Und das ist der Vorteil der Regelung, genau das, was Sie jetzt erwähnt haben. Ich brauche die Streckendetails nicht genau kennen, weil ich werde hier dann einfach Spannung am Ventilator oder hier Spannung zum Motor vom Lift so lange verändern, bis die gemessene Position oder gemessene Drehzahl in Ihrem Beispiel der gewünschten entspricht. Ja. Wie genau, ob es jetzt vom Vorteil ist oder Nachteil oder was, wie viel man von dem System wissen soll, und da sprechen Sie an, zum Beispiel ist es jetzt mit dem Quadrat oder nicht genau mit dem Quadrat und so weiter, kann den Entwurf dieses Reglers beeinflussen. Und wir werden das dann ein bisschen in diesem Semester abklären, aber in erster Linie im nächsten Semester, wo wir insbesondere fokussieren auf die Modellgenauigkeit, die notwendig ist, um einen Regler zu entwerfen. Also diesen Zusammenhang mit dem Entwurfsprozess und Modellgenauigkeit. Hier jetzt zurückzugehen auf das Beispiel vom Aufzug. Was ist der Nachteil jetzt von diesem System? Der Nachteil ist genau das, was ich früher für die Steuerung als Vorteil bezeichnet habe. Nämlich, ich habe gesagt, wir brauchen keine Sensoren. Jetzt
Wir verwenden Sensoren. Das heißt, wir brauchen irgendwelche Sensoren in diesem Extremfall hier, die uns in jedem Punkt des Hauses oder des Gebäudes uns genau anzeigen, wo sich die Aufzugkabine befindet. Und diese Sensoren, wir sind abhängig von diesen Sensoren. Diese Sensoren müssen gewartet, ersetzt, kalibriert und so weiter werden. Und Sie können sich vorstellen, das ist jetzt ein sehr teures System, weil ich muss jetzt irgendwie herausfinden, in jedem Punkt ist diese Kabine dort und das zu messen. Ich muss irgendein Sensorsystem einbauen, das potenziell aufwendig und teuer ist und eigentlich, wenn Sie sich fragen, unnotwendig. Warum muss ich wissen, genau zwischen Stock 1 und 2 auf Millimeter, wo sich der Aufzug befindet, ist eigentlich ganz egal. Es ist nur wichtig, wenn der Aufzug jetzt nahe dem zweiten Stockwerk ist, dass ich genau weiß, wo sich der Aufzug befindet, damit er genau auf der richtigen Position stehen bleiben kann. Das heißt, eigentlich, was ich will, ist nicht diese teure Regelung, aber ich will auch nicht die ungenaue Steuerung, die ich zuerst beschrieben habe, sondern für die technische Anwendung möchte ich eigentlich eine Kombination dieser zwei. Das heißt, ich möchte mit der Steuerung hier, möchte ich vorgeben, ungefähr, wie oft sich der Motor drehen soll, um vom Erdgeschoss auf Geschoss 2 die Aufzugkabine zu heben. Und dann, im zweiten Schritt, möchte ich mit dem Regler eingreifen und dann die Feinadjustierung machen, um diese Kabine genau am Stock 2 zum Stehen zu bringen und damit man, wenn man hinaussteigt, weder hinauf noch, also damit kein Niveauunterschied zwischen Kabine und Bodenebene besteht. Und das heißt, sehr oft wird die Steuerung nicht allein verwendet. Das ist zwar die billige Methode, aber oft zu ungenau, sondern die Steuerung wird verwendet in Kombination mit der Regelung. Das heißt, ich habe die Steuerung zur Vorkompensation und dann die Regelung zur Feinkompensation, wo ich dann die Sensoren nur mehr in der Nähe des effektiven Zielzustandes brauche und nicht über die ganze Höhe des Aufzugsschachts. Und das ist jetzt zusammenfassend der Hauptpunkt, also was ich mit dieser Regelung erreichen will. Und ich werde Ihnen jetzt an einem sehr einfachen Beispiel quantitativ diesen Unterschied zwischen Steuerung und Regelung illustrieren. Natürlich, das Beispiel hat nur diesen Lehrcharakter, das ist nicht wie eine Regelung für so ein System, wie wir es jetzt da hier beschreiben werden, ausgelegt würde. System hier ist ein Tempomat oder auf Deutsch oder ein Cruise Control, wie es auf Englisch heißt. Und das ist einfach eine automatische Geschwindigkeitsregelung eines Fahrzeuges. Und wir können jetzt an diesem System zuerst definieren, die einzelnen Komponenten, wie wir sie definiert haben vorher bezüglich dem Teilen der Regelungsstrecke. Also in diesem Fall hier zuerst hätten wir das Auto, das ist so das Chassis, das ist eigentlich das, was geregelt wird. Und dann haben wir als Teil des Autos auch natürlich den Motor. Was wir hier, also in dem Beispiel, was als Eingangsgröße definiert ist, ist die Throttle, das ist die Drosselklappe. Das ist die Drosselklappe am Motor, das ist als Eingangsgröße. Diese Position dieser Drosselklappe ist definiert als Eingangsgröße in das System. Also das ist das, was Sie mit dem Gaspedal verändern, ist den Treibstoffzufluss zum Motor. Das ist die Eingangsgröße hier in das System. Und dann als Funktion dieser Eingangsgröße ergibt sich
eine bestimmte Geschwindigkeit, das ist also die actual speed, das ist die wirkliche, tatsächliche Geschwindigkeit. Und diese Geschwindigkeit messen Sie mit diesem Sensor und Sie bekommen dann eine measured speed, das wäre jetzt die gemessene Geschwindigkeit und im Allgemeinen wird die gemessene Geschwindigkeit und tatsächliche Geschwindigkeit nicht gleich sein. Was Sie regeln natürlich ist nur das, was Sie messen können und daher schauen Sie an, also denn dieser Regler hier wird anschauen die Differenz zwischen der gemessenen Geschwindigkeit und der gewünschten Geschwindigkeit. Und diese Differenz zwischen gemessen und gewünscht ergibt dann einen Fehler und der Regler wird reagieren aufgrund des Fehlers und entsprechend die Drosselklappenposition ändern. Das ist also das Prinzip hier. Wenn wir jetzt gefragt werden, was ist hier die Strecke, dann eigentlich die Strecke würde ich bezeichnen, fängt hier an, also mit dem Signal Throttle als der Eingangsgröße und dann mit der gemessenen Geschwindigkeit als Ausgangsgröße. Das wäre dann in Rot eingerahmt hier die Strecke. Jetzt ist es falsch, dass nur das Chassis als Strecke, nein, Sie können das auch anders definieren, aber in diesem Beispiel von dem, was wir betrachten wollen, was wir vom Regler her anschauen wollen, das ist eine sinnvolle Funktion, eine sinnvolle Definition der Strecke. Und wir gehen jetzt weiter und wir wollten jetzt anhand dieses Beispiels untersuchen, was macht die Steuerung und was macht die Regelung. Und dazu brauchen wir ein Modell, das uns das Verhalten dieser Strecke hier beschreibt. Bitte. Wie können wir sagen, dass die Geschwindigkeit, die rechts außen ist, ein Ausgang ist und nicht ein Zustand des Prozesses? Ausgänge sind immer definiert auf der Basis von Zuständen. Das heißt, einzelne Zustände oder Kombinationen von Zuständen werden dann als Ausgang bezeichnet. Was wird als Ausgang bezeichnet? Entweder das, was ich messe, oder etwas anderes, an was ich interessiert bin. Und das ist nicht unbedingt das Gleiche. Also die Geschwindigkeit hier, Sie sagen vollkommen richtig, das ist natürlich ein Zustand in diesem System. Aber es gibt noch viele andere Zustände in diesem System und ein Untersatz dieser Zustände bezeichne ich dann als Ausgang. Und als Ausgang bezeichne ich das, wie gesagt, an was ich interessiert bin, entweder was geregelt werden soll oder was ich messen kann oder was andererseits von Interesse ist. Aber die Ausgänge kommen immer von den Zuständen im System. Das ist das, was aus dem hinauskommt, die Zustände sind die interne Beschreibung und was dann abgelesen wird oder von Interesse wird, sind die Ausgänge. Um das zu analysieren, brauchen wir ein Modell. Und für diesen Zweck hier ein extrem einfaches Modell, weil es genügt, um die Konzepte zu kommunizieren. Und dieses einfache Modell gibt uns die Eingangs-Ausgangsbeziehung zwischen den folgenden Größen. Einerseits die Stellgröße, also die Größe ist hier die Stellgröße, die den Prozess beeinflusst, und das zweite, also die Stellgröße, und das zweite ist die Störgröße. Also das da hier wäre Störgröße. Störgröße und da hier wäre die Stellgröße. Die Stellgröße ist, die habe ich schon definiert, die Stellgröße ist die Drosselklappe hier. Und was ich haben will, ist die Beziehung zwischen der Stellgröße und der Ausgangsgröße. Die Ausgangsgröße ist das Y. Und jetzt die Beziehung zwischen den beiden ist
hier angenommen, dass wenn ich die Drosselklappe um ein Grad ändere, dann ändert sich die Geschwindigkeit um 10 Meilen pro Stunde. Das ist jetzt das Modell. Ein ganz einfaches, statisches Modell, das sagt, Änderung um ein Grad gibt Ihnen eine Änderung von 10 Meilen pro Stunde. Das heißt, eine Änderung hier von U um ein Grad gibt Ihnen hier eine Änderung von 10 Meilen und daher haben Sie diesen Faktor 10 hier drinnen. Ein Grad, 10 Meilen. Und bevor wir Pause machen, nur den zweiten Teil hier. Der zweite Teil, ich male das jetzt in Rot hier. Der zweite Teil wäre bezüglich der Störung. Und für die Störung wollen Sie das Gleiche, also für die Störungsänderung hier W. Das wäre die 1% Straßenneigung, wenn die Straße jetzt hinauf oder hinunter geht. 1% ist hier die Annahme, die Geschwindigkeitsänderung ist 5 Meilen pro Stunde. Das Modell, das wir hier haben, ist dann der Beziehung zwischen W, der Störgröße und der Ausgangsgröße. Und diese Beziehung ist 0,5 mal 10, 5. Und das wäre jetzt die einfache Modellbeschreibung, die in einen Zusammenhang zwischen Störung und Ausgang, Störung W, Störung W und Ausgang Y oder Eingang U und Ausgang Y angibt. Und wir machen dann 11.10 Uhr weiter. Wie gesagt, nur kurz zusammenfassend, wir haben hier ein einfaches Modell, das uns Zusammenhänge zwischen den Eingangsgrößen und der Ausgangsgröße beschreibt. Und Eingangsgrößen haben wir hier zwei. Eine, die wir verändern können, das ist die Drosselklappe, das ist die Stellgröße. Und eine Eingangsgröße, die wir nicht verändern können, die Störgröße, das wäre in dem Fall in der Annahme die Straßenneigung. Und was wir jetzt machen wollen, ist vergleichen aufgrund dieses einfachen Modells das Verhalten einer Steuerung und das Verhalten der Regelung. Und natürlich, was Sie erwarten sollten als Ausgang, schon von der Diskussion, die wir hatten über die Liftkabinensteuerung und Regelung, dass die Steuerung einfach, aber ungenau ist und die Regelung etwas komplizierter und potenziell viel genauer. Und das werden wir hier an dem Beispiel quantitativ illustrieren. Wir haben also hier oben, wie wir es auf der letzten Folie gezeigt haben, dieses sehr einfache Modell des Fahrzeugs, wo Y, Sie erinnern sich, ist die Geschwindigkeit, U ist die Drosselklappenstellung und W ist die Straßenneigung. Und wir können jetzt aufgrund dieses Diagramms hier sehr einfach ein Modell, also die Gleichungen für ein Modell herleiten. Das heißt, wir haben jetzt einfach da rückgehend OL hier, da sollten es eigentlich stehen hier OL, und OL steht in dem Fall für Open Loop. Also das ist der offene Kreis, die Strecke, Open Loop. Wir haben dann hier Faktor 10 hier mal der Eingang an diesem Punkt. Eingang an diesem Punkt ist U minus 0,5 W. Das ist abgeleitet vom Diagramm. Und weiters haben wir dann für U von diesem Diagramm, U ist gleich R Zehntel. Von hier U ist gleich R Zehntel. Und das ist alles, was wir eigentlich brauchen. Multiplizieren bekommen wir den Zusammenhang Y ist gleich R minus 5W. Und dann können wir Beispiel einsetzen. Erster Fall, keine Störung. W ist gleich 0. Keine Störung. Dann trivial, Y Open Loop ist gleich R. Das heißt, wir haben perfekt die Geschwindigkeit gleich der Referenzgeschwindigkeit. Zweite Beispiel ist Anstieg W ist gleich 1. 1%
Steigungsänderung und wir sehen hier, die Änderung wäre, dass wir jetzt nur 50 Meilen pro Stunde erreichen statt dem Ziel von 55. Das heißt, wir haben einen großen 10% Fehler in diesem einfachen Beispiel. Und wir können jetzt die gleiche Übung machen für Closed Loop, das heißt für die Regelung. Wir haben wiederum das gleiche Modell natürlich. Dieses Modell des Systems hier, das ist also diese Strecke hier, die wir hatten. Und dann hier neu den Regler. Und den Regler haben wir jetzt einfach hier angenommen. Der Regler ist einfach ein konstanter Faktor 100. Was heißt das? Das heißt, wenn hier ein Fehler auftritt, von sagen wir, hier an diesem Punkt wäre der Fehler, das ist der Error, das E, ein Fehler in der Geschwindigkeit. Wenn jetzt der Fehler eine Meile pro Stunde wäre, dann würde sich das U, die Drosselklappe, ändern um 100 Grad. Das ist natürlich, hier würde das zu einem Anschlag der Drosselklappe führen, weil die Drosselklappe normalerweise sich nur um 90 Grad ändern kann. Entweder schließt sie total den Fluss ab oder sie total offen, dass der Fluss durchgeht. Also das würde zu einem Anschlag dieser Regelung führen. Aber wenn wir jetzt eine kleinere Abweichung haben, ein halbes Grad, dann würde sich die Drosselklappe um 50 halbes Meilen pro Stunde würde sich die Drosselklappe um 50 Grad ändern, aufgrund dieses Faktors 100. Nun muss ich Ihnen sagen, jetzt als Regel müssen wir das Folgende machen. Entweder spreche ich oder sprechen Sie. Es sind zu viele Unterhaltungen, die während der Vorlesung stattfinden. Das können wir nicht machen. Das stört mich, das stört Ihre Kollegen. Also als Regel entweder Sie oder ich, und wenn Sie sprechen, würde ich dann aufhören. Nur, dass wir uns auf das Prinzip einigen hier. Gut. Jetzt der Regler hier, wie gesagt, Faktor 100. Und das wäre der Verstärkungsfaktor oder auch genannt der Feedback Gain. Und hier CL. Und CL natürlich heißt hier Closed Loop. Und jetzt kann ich mir wieder das Modell sehr einfach ablesen. Natürlich hier Y-Closed Loop, das wäre einfach vom Modell her 10U-5W, das ist das ursprüngliche Modell. Das ist genau dieser rote Block hier, ist das 10U-5W. Und ich kann jetzt einsetzen fürs U. Fürs U kann ich einsetzen, das U ist gleich 100 mal der Fehler. U ist gleich 100 mal und das hier, R-YCL wäre der Fehler E. Das kann ich jetzt einsetzen hier, das U. Kombiniert diese Gleichungen, Algebra ausrechnen und ich bekomme dann am Ende diese Beziehung, gleich wie ich vorher hatte für die Steuerung, bekomme ich jetzt eine Beziehung zwischen Closed Loop, das heißt die effektive Geschwindigkeit in Abhängigkeit von dem Sollwert R und der Störgröße W. Und ich sehe jetzt sofort, kann ich wieder jetzt einsetzen, Beispiele, gleiche Beispiele, die ich vorher hatte, also um da nur zurückzugehen, vorher in der Steuerung hatte ich diese Beziehung Y Open Loop ist R-5W, jetzt in der Regelung habe ich die Beziehung Y ist gleich 0,999 R-0,005W. Der Unterschied, und wieder die gleichen Beispiele eingesetzt, sehe ich jetzt, im ersten Fall, den ich früher angeschaut habe, mit der Steigung 0, sehe ich jetzt, was vielleicht nicht total erwünscht ist. Ich sehe jetzt nicht den Sollwert 55 Meilen pro Stunde, wie ich es haben will, sondern, weil ich hier diesen Faktor 0,999 habe, bekomme ich eine Geschwindigkeit, sagen wir, von 54,9. Das heißt, diese Regelung, dieser einfache Regler, den ich habe, gibt mir den Sollwert, aber nicht ganz genau.
Dieser einfache Regler führt mich nicht genau zum Solvent. Er führt mich sehr nahe an den Solvent heran, aber auch wenn ich genau die Geschwindigkeit messen kann und so weiter, gibt es mir nicht genau den Solvent. Und dieser Unterschied, den ich hier bekomme, der wird auch genannt Offset. Also dieser Fehler, den ich habe, den dauernden Fehler. Also das wird nicht mit der Zeit korrigiert, sondern das ist der bleibende Fehler, die bleibende Regelabweichung. Auf der anderen Seite, also ich habe da einen kleinen Nachteil der Regelung, wenn Sie wollen. Früher, im Beispiel von der Steuerung, war das genau 55. Genau. Mit W0 hatten wir genau 55, jetzt haben wir nicht mehr genau 55. Aber dafür, wenn ich eine Störung habe, und das ist jetzt der Straßenneigungsanstieg von 1%, und ich wiederum den Sollwert 55 Meilen pro Stunde habe und das jetzt einsetze, bekomme ich trotz diesem Störung, bekomme ich als Regelgröße 54,94, das heißt praktisch das gleiche wie ohne Störung hier unten. Das gleiche hier ohne Störung, mit Störung praktisch den gleichen Wert. Der Fehler 0,1%, Sie erinnern sich vorher mit der Steuerung 10%. Das heißt, dieser einfache Mechanismus mit der Regelung, mit diesem einfachen Regler, der einfach ein Proportionalregler ist, das heißt eine Verstellung von U proportional zum Fehler. U ist 100 mal den Fehler. Dieser einfache Regler gibt mir im Zusammenhang natürlich mit der Messung, die ich jetzt mache, von der Geschwindigkeit, gibt mir ein sehr gutes Verhalten auch unter dem Vorliegen von Störungen wie Straßenneigungsanstieg, nämlich fast mit nur 0,1% Fehler die Geschwindigkeit. Das heißt, zwei Bemerkungen: Wir haben Fehler auch bei flacher Straße und wir haben eine bleibende Regelabweichung, also Steady State Error oder Offset. Und das ist der Hauptunterschied, und wir können das jetzt zusammenfassen. Also Ziel der Regelung ist genau das, nämlich Kompensation von Unsicherheiten. Und aus was bestehen jetzt diese Unsicherheiten? Sie können bestehen aus externen Einflüssen, wie zum Beispiel der Straßenneigung. Aber es können auch sein Änderungen der Strecke, wie Ihr Kollege hier erwähnt hat, bei dem Ventilator. Von der Betriebsbedingung abhängig ist das Modell unterschiedlich. Ja. Und auch der Regler kompensiert auch für diese Unsicherheiten, für die ungenaue Beschreibung der Strecke. Sie könnten jetzt zum Beispiel hier ausprobieren, statt dieser Störgröße, Sie können zu Hause das machen, wir werden es jetzt nicht durchreden, Sie können sagen, okay, ich kann mir jetzt vorstellen, dass statt dieser Strecke, die ich hier einen Faktor 10 habe, ich habe da keine genaue Beschreibung, das ist vielleicht nur ein Faktor 9. Ne? Daher habe ich jetzt eine andere Beziehung zwischen den Störungen, zwischen der Straßenneigung und der Geschwindigkeit, eine andere Beziehung zwischen der Drosselklappe und der Geschwindigkeit. Und Sie können das jetzt durchrechnen, wie sich das auswirkt auf die Regelung hier unten. Sie können durchrechnen, wie sich das auswirkt auf die Steuerung, und die Schlussfolgerung, die qualitative Schlussfolgerung wird die gleiche sein, nämlich, dass die Regelung diese Unsicherheiten, sei es in der Strecke, sei es von Störungen, besser kompensiert oder kompensieren kann, während die Steuerung das nicht kann. Und die Steuerung sehr empfindlich ist gegenüber diesen Unsicherheiten. Das heißt, wenn man fragt, was ist das Ziel der Regelung? Das Ziel der Regelung ist, heißt, Unsicherheiten zu kompensieren. Was ist jetzt der Nachteil, abgesehen von den Sensorkosten, die ich erwähnt habe, der Regelung, ist das potenzielle Stabilitätsproblem, was wir überhaupt noch nicht behandelt haben. Wir haben da einfach einen Faktor 100 hineingesetzt und wir haben dann mit dem Faktor 100 gerechnet und angenommen, das funktioniert. Im Allgemeinen aber mit der Regelung, wenn Sie diesen Faktor zu groß machen, und wenn die Faktor groß machen, heißt es kleinen Fehler,
wenig Empfindlichkeit und so weiter. Wenn Sie Faktor zu groß machen, bekommen Sie eine Unstabilität potenziell, genauso wie Sie es haben mit Mikrofon und Lautsprecher, diesen Feedback-Kreis, diesen Kreis, der sich dann weiter und weiter verstärkt und aufschaukelt und unstabil wird. Und das ist ein Hauptproblem, das wir natürlich in unseren Entwurfsverfahren, die wir lernen, berücksichtigen wollen. Wie können wir den Regler entwerfen, sodass diese Aufschaukeln, diese Unstabilität, das Stabilitätsproblem nicht erscheint? Also Theorie, wie kann man gute Regelqualität erreichen, ohne die Probleme mit einem hohen Verstärkungsfaktor. Gut, Fragen? Wenn nicht, dann gehen wir jetzt relativ flott diverse Beispiele durch und auch Beispiele, die nicht ganz technisch sind oder überhaupt nicht technisch, sondern sich auf andere Systeme beziehen, weil diese ganzen theoretischen Betrachtungen, die wir bis jetzt angestellt haben, sehr beschränkt und die wir weiter anstellen werden, natürlich nicht nur auf technische Systeme anwendbar sind, sondern auch auf irgendwelche andere Systeme, die wir so mit Eingangs-Ausgangsbeziehungen, wie wir es gezeigt haben, beschreiben können. Hier ist jetzt ein System, wo wir das auch in Englisch oft Human in the Loop, also das wäre hier Human in the Loop, ne? Das heißt der Mensch im Regelkreis. Jetzt, was ist der Mensch im Regelkreis? Der Mensch steuert ein Fahrzeug, greift über das Lenkrad auf das Fahrzeug ein, verändert die Richtung, Orientierung des Fahrzeuges und bekommt dann Feedback durch hauptsächlich visuelle Eindrücke über das Verhalten des Fahrzeugs, aber wie Sie wissen, auch nicht nur über visuelle, sondern es können auch taktile Einflüsse, die man hört, die zum Beispiel zeigen, dass sie jetzt auf dem Bankett fahren oder über eine Sperrlinie fahren und so weiter. Das ist auch ein Feedback, das sie bekommen, dass ihren Steuerungsmechanismus beeinflusst. Sie haben jetzt also da einen Regelkreis und einen Regelkreis, der Human in the Loop hat und was ausführlich in der Industrie zum Beispiel so ein System studiert wird mit dem Human in the Loop, weil mit den diversen Sicherheitssystemen, die jetzt in die Fahrzeuge eingebaut werden und ich werde ein paar dann gleich erwähnen, ist es sehr wichtig zu wissen, wie mit diesen Sicherheitssystemen der Mensch reagiert. Und der kann dann das ganze System zusätzlich beeinflussen und entsprechend muss das Sicherheitssystem ausgelegt werden. Das heißt, es werden auch Modelle gemacht, wie sich so ein Mensch verhält in bestimmten Situationen, mathematische Modelle, die dann zur Evaluation dieser Sicherheitssysteme benutzt werden. Am Ende sind natürlich immer Experimente, aber zur Auslegung werden diese Modelle des Human in the Loop verwendet, um so ein System zu simulieren, zu studieren und auszulegen. Das ist jetzt ein Beispiel hier, ein sehr einfaches. Hier ein Beispiel der automatischen Steuerung oder automatischen Regelung, die eingreift zusätzlich zum menschlichen Verhalten in das Verhalten des Fahrzeuges. Und das ist jetzt schon in vielen Fahrzeugen vorhanden, ist dieses ESP, wie es von ich glaube, Bosch bezeichnet wurde, also das Electronic Stability Program, das hier gezeigt wird an einem Bus, so mit Sicherheitsauslegern, wo das Folgende passiert. Sie haben hier gezeigt zwei Situationen. Das hier wäre eine Situation des übersteuernden Fahrzeugs, das Fahrzeug, das also mehr
steuert, also sich mehr dreht, als es die Kurve verlangen würde, das übersteuernde Fahrzeug hier und hier das untersteuernde Fahrzeug, das sich also weniger dreht, als es die Kurve vorschreiben würde. Und wie dann eingegriffen wird automatisch, um das Fahrzeug trotz diesem schlechten Verhalten wieder auf die richtige Bahn zu bringen. Und was ist das Prinzip? Also das Prinzip ist nicht so einfach, wie es jetzt erklärt und argumentiert wird, aber das ist das Hauptprinzip. Also in dem einen, zum Beispiel im Fall des Übersteuerns, oder sagen wir vielleicht zuerst, im Fall des Untersteuerns hier. Was wird gemacht? Man bremst, in dieser Situation bremst man auf diesem linken Hinterrad, und Sie können sich jetzt vorstellen, was passiert, wenn, also im Extremfall, wenn Sie das Hinterrad festhalten, wird sich das Fahrzeug um diesen Punkt drehen, das heißt, es wird sich so drehen und einschwenken auf die richtige Richtung. Das heißt, also der Eingriff erfolgt über Bremsen des linken Hinterrades, um die Stabilität des Fahrzeuges zu erreichen. Hier umgekehrt, also hier mit dem Übersteuern, wird das rechte Vorderrad gebremst, damit sich das Fahrzeug wiederum um die Achse drehend hier einschwenkt auf die richtige Richtung. Das ist also das Electronic Stability Program, was also zusätzlich zur Lenkung in einer Weise auf das Fahrzeug eingreift, wie es nicht vorgesehen ist, dass der Fahrer eingreift. Sie können nicht ein Rad jetzt selektiv abbremsen, um das zu beeinflussen. Und hier ist also ein Beispiel, jetzt werde ich sehen, ob der Ton geht auch, oder ob das Video geht. Mal schauen da hier. Natürlich, nachdem wir es ausprobiert haben, das ist sehr, sehr schlecht, nachdem ich jetzt schauen daher. Schauen daher. Ja, jetzt ist. Schauen Sie den Ton krieg. Jetzt geht der Ton doch wieder nicht hier. Schauen wir hier. Da hier geht der Ton. With its future-oriented innovations, Bosch has set the standards for vehicle safety. These include the anti-lock braking system, ABS, and the traction control system, TCS. A further milestone in these developments is the Electronic Stability Program, ESP. Both the anti-lock braking system, ABS, and the traction control system, TCS, are an integral part of the ESP. ABS prevents wheel lockup when the brakes are applied. Without ABS, it's impossible to brake and steer at the same time. TCS prevents the wheels from spinning when driving over a slippery surface. With the TCS switched off, it's impossible for the engine traction power to be transmitted from the wheels to the road surface. The wheels spin, and the vehicle rolls backwards down the hill instead of moving up. If a vehicle is driven into a curve too quickly, it goes out of control. The lateral forces thrust the vehicle out of the curve, and as it breaks away, the vehicle goes into a skid due to the rotary forces around the vertical axis. The Electronic Stability Program, ESP, counteracts these forces. By selectively applying a braking pulse at individual wheels, it diminishes the rotary forces around the vehicle's vertical axis. This stabilizes the vehicle, and the driver remains in full control.
A further example, in cases of oversteering, the rear of the vehicle breaks away. A brief braking pulse at the front wheel brings the vehicle back onto the course selected by the driver. If the vehicle suddenly understeers, it is thrust toward the outside of the curve. A selective braking pulse at the rear wheel brings the vehicle back onto the ideal track. Around 28% of all accidents are due to the driver losing control of the vehicle. ESP corrects such driver errors. A slight input at the steering wheel suffices to bring the vehicle back on track. Even at the limits of control, when the situation appears to be hopeless, ESP comes to your assistance. In case of sudden evasive action, only the red ESP-equipped car remains controllable. And when a small child suddenly runs out into the road in front of you, here symbolized by a cue, ESP comes into effect and you remain in control. The braking pulses from ESP can be seen quite clearly. The vehicle remains stable. Vehicles not equipped with ESP quickly get into trouble when the road is covered with wet leaves. At such critical moments, thanks to ESP, you can count on the highest levels of safety. ESP intervenes far faster than the most experienced driver can possibly do. The brief braking pulse at the front wheel can be seen here. Another example with ESP switched off. The vehicle is being driven too fast for this curve. The rotary force is pushing this front-wheel drive vehicle out toward the outside of the curve, even though the driver is taking corrective action with the steering wheel. The vehicle understeers and moves straight ahead. This time with ESP in operation at the same speed and the same curve. ESP applies a brief braking impulse at the inside rear wheel to counteract the effects of the rotary force around the vehicle's vertical axis and guides the vehicle safely through the curve. Trials on ice and snow. In a vehicle without ESP, the driver hasn't the slightest chance when trying to take evasive action. On the other hand, the ESP-equipped vehicle remains safely on track. In terms of everyday practice, this means sudden unplanned action on a slippery road, perhaps as far as the wall of snow, a minor movement at the steering wheel, and the vehicle returns safely to the road. Braking, steering, evading an obstacle. With ESP, a large proportion of road accidents can be avoided. To sum up, ESP cannot outwit the basic laws of physics, nor can it make up for lack of responsibility and foresight behind the wheel. But when the driver gets into critical situations, ESP ensures the best possible vehicle response so that he or she can rely on a maximum of safety. Wie gesagt, das ist jetzt... jetzt muss ich wieder zurückfinden zur Vorlesung. Okay, das war also ein Beispiel. Jetzt ein anderes Beispiel, wenn das geht, hier ist der Autopilot. Wie gesagt, diese Entwicklungen, die Sie jetzt sehen, das sind Entwicklungen, die sind vielleicht sind über 20 Jahre gegangen, um das zu einer Perfektion zu bringen und auch zu einer Sicherheitsstufe, dass es kommerziell vertretbar ist. Also so die Krönung von Entwicklungen, die über Jahrzehnte gelaufen sind. Jetzt hier, das ist so ein Autopilot, das ist von VW.
die nächste Stufe jenseits diesem Tempomat oder so, wie ich es Ihnen gezeigt habe. Aber er ist nicht ganz sicher, ne? Also keine Radarfallen mehr, sondern nur eine automatische Anpassung. Aber zum Beispiel ist interessant, dass Emergency Braking, was hier gezeigt ist, ist nicht kommerziell erklärt, außer bei Volvo. Die einzige Firma, die das nutzt, die sich wirklich eingreifen und das machen. Heute meine ich nur Wagen. Ja, immer die Gefahr des Einschlafens und die Beobachtung, wann der Fahrer Aufmerksamkeit verliert und der Fahrer dann entsprechend warnt. Das ist jetzt ein ganz lustiges Video, das ist schon 10 Jahre alt, auch über diese eine Phase in diesem von der BBC. If you've ever been stuck in a slow-moving tailback, the chances are you've probably wished you could just take your hands off the wheel, put your feet up and let the car take the strain. Well, a German car manufacturer has developed a system that claims it can do just that, and I've been doing a test drive. It's not just Britain that has traffic problems. Germany has its fair share too. I must say, I'm finding it tiring and very frustrating. Well, I've had enough of this. I'm now sitting in a special prototype car, which, if I flick this switch up here, will drive itself. It's now taking control. Hands off, feet off, the steering wheel steering itself. The brakes are operating themselves. The accelerator is deciding when to go fast and slow. In some magic way, it's deciding whether the road in front is clear or not. And I'm sitting back here, sort of relaxing. It is extraordinary. The manufacturers are developing this system, which they claim will ease the stress of urban traveling by allowing you to relax as the car drives itself. A sort of cruise control for the city. Well, here's how it works. What the car actually does, it locks on to the car in front and behaves in exactly the same way as the car in front is behaving. So, there's a car in front. It's actually a grey car, but it registers on my screen as a big red car. And I know that when I see that red car on my screen there, I can lock on. I can see the red car, I lock on. I'm now locked onto the car in front. My hands are off, my feet are off. It's driving, copying exactly what the car in front is doing. Slowing down when the car in front is slowing down, accelerating when it goes faster. The secret is these cameras attached to the windscreen. They're ordinary cameras, but the images they're receiving are being analyzed by a computer inside the car. The computer can pick out an image in front of the car, enabling the car instantly to lock onto any object you choose. It can be another car, or even in this case, a poor pedestrian like me. And because the two cameras work in stereo, the computer can calculate how far away the car is from me, and will automatically work out how to keep me at a safe distance. So, no matter what I do, I'm in no danger of being hit. So what does it actually feel like to drive? First impressions are quite favorable. Very relaxing way of driving this, really. I feel quite confident that I can look away from the driving position because the car is driving itself really quite safely. As the cars speed up, the distance between them increases. As they slow down, the gap lessens. Now, another feature of this remarkable car is that it can give me warnings of what's coming up. For example, there's a traffic light coming up. Traffic light, red. Distance 23 meters. Red traffic light. So I stop. Yep, red traffic light's there. Traffic light, red. The computer is constantly taking information from this extra color camera, which matches up an object's color and shape and recognizes it as a traffic light.
This is one of the extra safety features put in to help keep the driver from relaxing too much. At the moment, they're not very reliable, but one day it is possible that the car could stop itself at a red light. Stop sign. Keep right of way. Overtaking forbidden. End of speed limit. And a major advance. A system to give drivers an audible warning of any pedestrians that might be in their path, giving them that bit of extra time to brake. It has a database inside of this car which can recognize the shapes and sizes of people's legs as they move in front of the car. And so it should be able to give the driver a warning that there's a pedestrian in front of it. Well, I'm feeling pretty brave, so I'll put the system to the test. Stop. Seems to have worked. Okay. The Vehicle Concept Engineering Office of the Ford Engineering and Manufacturing Staff, along with key financial and direct engineering support of EAO, EED, NAO, and research staff, has taken a big first step in the development of a working active suspension. Based on a 1985 Mercur XR4 Ti, this vehicle uses hydraulics, sophisticated sensing devices, and a computer in its active system. The outcome is a system that counteracts road conditions and body mass forces so quickly and effectively that the results are dramatic, even when compared with a first-rate handling package on the standard Mercur XR4 Ti. The system under development by Ford is similar to suspensions being developed by Lotus Engineering and others for passenger vehicles. Active suspensions are also appearing on Formula One race cars. Active suspensions produce force by adding energy when needed to control ride motion far beyond the performance of standard suspensions. The active car literally flattens whoop-de-doo runs at speeds that make the standard vehicle difficult to handle. While the active suspension actuators lift and lower the wheel over the course, the standard system takes a pounding over the undulating surface. Inside, the driver of the standard car also feels the full effects of the course and is forced to concentrate on controlling the vehicle, while the driver of the active vehicle takes a controlled, smooth drive through the run. Jetzt einmal, wie diese aktive Federung hier was für die Personenkraft, wie sich hier bei Bussen zum Beispiel, wie es angewendet wird, wo es absolut kritisch ist. Also oft, Ihnen geht es wahrscheinlich auch so, wenn Sie einen so Langstreckenbus sehen, sehr hoch, dass der nicht umfällt in einer Kurve, ist oft erstaunlich. Und der Grund, dass es das nicht passiert, ist, dass die Federung in diesem Bus aktiv ist. Das heißt, wenn es jetzt durch die Kurve geht, aktiv verstärkt wird auf der Außenseite, damit sich der Bus nicht zu sehr in die Kurve lehnt. Und das wird jetzt hier gezeigt an dem Beispiel. Das ist ohne Ton. Also im Prinzip diese aktive Federung erklärt. Wo also nicht einfach der Stoßdämpfer ein fixes Größe hat, sondern... Und Sie sehen doch den riesigen Unterschied, ne? Der da. Dann hier, das ist ganz interessant, das ist auch was das Nächste, ist ein bisschen, wie wäre das der Eingriff eines Fahrers? Ich habe das gezeigt einmal in einer Gruppe, da war ein Kollege, der hat seinen Sportwagen und hat gesagt, ja, für ihn dieses System zum Beispiel hier wäre gefährlich oder steuernd. Sie sehen hier, das Fahrzeug geht durch diesen Power Slide durch, also durch diese Kurve gleitet es durch, wie Sie hier sehen, aber ohne, dass der Fahrer irgendwas macht. Das werden einfach die Räder automatisch, Sie sehen, der Fahrer zeigt einfach durch die Kurve und die Räder automatisch kompensieren, dass das Fahrzeug sicher durch diese Kurve geht. Wenn natürlich jetzt dieser Rallye-Fahrer gewohnt ist, zu kompensieren, dann wäre das nicht gut in dieser Situation. Also es ist wiederum diese Verbindung von Fahrer und Fahrzeug.
Jetzt nur ein Hinweis auf ein paar andere Beispiele wiederum. Wir haben mit der Automobilindustrie zusammengearbeitet, teilweise in diesen Sachen. Ich hatte einen Doktoranden, der bei Daimler war und weiter bei Daimler ist. Damals war das Daimler Chrysler. Teilweise diese Traction Control, die Sie da hier angedeutet gesehen haben, haben wir mit Ford gearbeitet, wie vor Jahren in der Entwicklung. In Northern Michigan in den USA ist so ein Ort, wo alle Automobilfirmen ihre Fahrzeuge mit Flugzeug hinbringen und dort testen, weil da gibt es immer verlässlich sehr tiefe Temperaturen, immer Schnee, immer Eis. Da treffen sich aus der ganzen Welt oder zumindest aus den USA und aus Europa die Automobilhersteller, um die neuesten Entwicklungen auf diesem Gebiet zu testen. Andere Anwendungen, die wir zum Beispiel gemacht haben, ist aktive Schwingungsunterdrückung. Sie haben wahrscheinlich von piezoelektrischen Materialien gehört, die sich also verändern können in der Form aufgrund von angelegter Spannung oder die aufgrund von Veränderung eine Spannung ergeben. Und man kann diese aktiven Materialien jetzt mit einer entsprechenden elektrischen Schaltung hier ein einfacher RL-Kreis hier verbinden, sodass also einerseits der RL-Kreis die Spannung, die von der Veränderung des Materials entsteht, aufnimmt und dann diese Strom zurückschickt, um die Bewegung des Materials zu beeinflussen. Das heißt, durch relativ einfache Schaltungen kann man dieses Material versteifen und bewirken, dass es sich nicht so verformt, wie es sich sonst verformen würde. Und Anwendungen, die Sie wahrscheinlich in der Presse gelesen haben, wie nützlich das ist und wie viel Werbung ist für mich fraglich. Aber auf Sportgeräten, zum Beispiel bei Tennisrackets oder Skis, um dieses Flattern oder um die Schwingungen zu unterdrücken, werden diese piezoelektrischen Materialien vorgeschlagen. Und besonders sind da natürlich Schaltungen wichtig, so wie hier diese Schaltung, wo keine zusätzliche also Leistung und keine Batterie notwendig ist, weil das würde sicher bei diesen Geräten nicht sehr nützlich sein, wenn Sie dann einen Battery Pack beim Skifahren noch mithaben tragen müssten. Weitere Anwendung hier, wir sind zum Beispiel in einem Projekt mit Alstom, wo es geht um die Regelung von Windturbinen. Was ist da hier das Ziel? Das Ziel, viele Ziele hier, viele Regelungsziele. Unter anderem ist natürlich die Ausrichtung dieser Turbine gegen den Wind. Das wäre also die Ausrichtung des Turms zum Wind. Das zweite wäre Veränderung des Anstellwinkels dieser Rotorblätter, um die maximale Effizienz zu erreichen, aber auch, wenn jetzt eine Windböe kommt und eine Sturmböe zu stark für diese Windturbine, dass man durch Anstellen der Rotorblätter erreicht, dass keine Kraft mehr an dieser Windturbine angreift, also das Stillstellen praktisch wird erreicht durch das Drehen der Rotorblätter. Und dann natürlich will man die Netzeinspeisung regeln. Was auch von großem Interesse ist jetzt, ist Verlängerung der Lebensdauer. Dieser Windangriff führt normalerweise zu Schwingungen der Rotorblätter. Auch wenn jetzt das Rotorblatt zum Beispiel unten beim Mast vorbeigeht, durch diese Nähe wird ein Stoß auf das Rotorblatt entsteht und dadurch wird Schwingungen ausgelöst im Rotorblatt, im Mast. Und man geht jetzt über zu praktisch einer gemeinsamen Entwicklung von Regelung und Rotorblatt. Das heißt, wenn man jetzt eine Regelung hat, die diese Schwingungen besser unterdrücken kann, kann man das Rotorblatt anders, leichter zum Beispiel bauen und auslegen, als wenn die Regelung nicht existieren würde. Sie haben also da nicht nur einen Prozess, auf den Sie eingreifen, indem Sie einen Regler da auslegen, sondern die Tatsache, dass Sie einen Regler haben, ändert das Produkt, das Sie regeln wollen, nämlich ändert, wie Sie das Produkt auslegen. Ein anderes Beispiel hier ist zum Beispiel der
aktive Lärmregelung. Das habe ich jetzt hier nicht erwähnt, glaube ich, als Beispiel, wo Sie haben das in den neuen Headphones, ne, diese aktive Lärmunterdrückung, Active Noise Control, aber Sie haben es auch in Flugzeugen. Ne? Und das war die alte Grosse, hatte solche Flugzeuge, Saab-Flugzeuge, ist jetzt neu in, ich glaube, Bombardier-Flugzeugen, wo wenn Sie schauen, in der Flugkabine sind kleine Propellerflugzeuge, relativ kleine Propellerflugzeuge, wo auf Kopfhöhe in jeder Sitzreihe sehen Sie an der Wand ein kleines Loch, das sind alles Mikrofone. Und dann wird Kabinendach, wird, also Kabinen, hauptsächlich am Kabinendach, wird dann Gegenlärm produziert, um den Lärm an den Stellen, wo die Köpfe sind oder der Passagiere, so weit wie möglich zu unterdrücken. Warum macht man das? Ja, die Alternative ist, dass man die Flugzeugwand dicker machen muss, das heißt schwerer das Flugzeug wird und das heißt die Treibstoffeffizienz geht hinunter. Ja, und das ist wiederum, wie die Regelung die Produktentwicklung beeinflussen kann. Sie haben dann eine Reihe von anderen Beispielen, ich werde da nicht jetzt und kann auch nicht durchgehen, vielleicht als Abschluss und am Ende auch, was ich Ihnen empfehle, ein paar Bemerkungen zur Geschichte, aber ich möchte Ihnen nur noch, wenn Sie 3 Minuten noch bleiben wollen, nur ein Beispiel in einem ganz anderen Bereich zeigen, wo das gemacht wird, wo die Regelung verwendet wird, zunehmend oder wo man versucht oder experimentiert, die Regelung zu verwenden. Und eins ist eben diese in der Medizin, zum Beispiel bei Verabreichung von Anästhetika, wo es auf der einen Seite gibt es nicht die geschlossene Regelung, aber Advisory, also Systeme, die den Anästhesisten beraten mit der Dosierung der Anästhetika, um einen bestimmten Effekt beim Patienten zu erreichen. Effekt ist, normalerweise versucht man 3 Effekte zu erreichen. Einerseits die Bewusstseinsstand, also Consciousness, dass der Patient nicht bemerkt, was vorgeht und sich auch nachher nicht erinnert. Das zweite ist Schmerzunterdrückung, also der analgetische Effekt. Und das dritte wäre Muskelrelaxation, also dass nicht die Muskeln alle verspannt sind für den Operateur. Und jetzt zeige ich Ihnen nur ein Video von so einer Anwendung der Anästhesie auf nicht einen Patienten, sondern auf eine Probanden, einen Medizinstudenten oder Studentin oder Studenten, der bezahlt wurde für diese Experimente. Und ja, was ist das Ziel? Das Ziel ist jetzt, wenn Sie sich, wenn Sie kennen sich sicher genug bei Alkohol aus, dass Alkoholwirkung ist nicht linear sozusagen. Das heißt, Sie trinken ein wenig Alkohol und dann sind Sie vielleicht etwas in guter Stimmung, aber dann, wenn Sie werden Sie angeregt und dann, wenn Sie zu viel trinken, dann kommt die Müdigkeit oder die Schlaf oder diese Wirkung kommt dann, also es kommt zuerst kommt die Anregung und dann kommt die Schlafwirkung sozusagen. Und das ist nicht nur beim Alkohol, sondern auch bei den meisten Anästhetika. Und natürlich ist es dann wünschenswert, dass man diese bei der Anästhetikum will man nur die Schlafwirkung erreichen und nicht die Anregung. Und daher möchte man das so dosieren, dass die Anregung nicht entsteht. Und das ist besonders schwierig natürlich, wenn der Patient aufwacht, weil dann ist das Gleiche, wie wenn Sie aus einem zu viel Alkohol zurückkommen. Das heißt, Sie kommen vom Schlaf in den angeregten Zustand, in den Wachzustand. Und dass das wirklich so ist, wird in diesem Video gezeigt hier. Also wo genau dieser Aufwachzustand, links ist übrigens ein Doktorand von unserem, ehemaliger Doktorand von unserem Institut, Herr Gentilini, wo jetzt gerade dieser Proband da hier und wirklich gehalten werden muss in diesem Aufwach,
Zustand. Ne? Dieser Herr oder diese Dame weiß aber dann nachher nichts mehr von diesem ganzen Vorgehen. Ne? Also auch dort wieder das Ziel, dass man dem Anästhesisten die Arbeit abnimmt, erleichtert, und besonders in Situationen, die Schwierigkeit ist genauso wie beim Autopiloten im Flugzeug, diese Routinearbeit übernimmt. Sie werden nie einen Anästhesisten oder einen Piloten ersetzen in bestimmten Notsituationen. Und ich empfehle Ihnen, dass Sie die anderen Folien und so weiter anschauen. Es sind noch weitere Beispiele und sind historische Folien über die Geschichte der Regelungstechnik. Wir werden das nicht morgen machen. Wir fangen dann morgen mit Kapitel 2. Wir werden morgen Kapitel 2 machen, die Modellierung. Also es wird im anderen Hörsaal sein, also wie die Übungen im CHN. Bis morgen.